Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer iPad Learning Community Videos. Unser Ziel ist es, Lehrkräften aus dem deutschsprachigen Raum Anregungen und Tipps für den innovativen Einsatz des iPads im Unterricht zu geben. Mein Name ist Ingo Stein und ich möchte euch heute zeigen, welche neuen Lernerlebnisse mit dem iPad möglich sind. Ich unterrichte an der iPad-Schule COP2 in Wien und als Apple Professional Learning Specialist gebe ich Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Dabei spielen die neuen Lernerlebnisse, die das iPad ermöglichen, immer eine große Rolle. Dreierlei Arten neuer Lernerlebnisse möchte ich euch heute präsentieren. Wir werden mit der Karten-App ferne Orte besuchen, erkunden und festhalten. Außerdem zeige ich euch, wie ihr iPad zu einem Native Speaker macht und damit den Unterricht bereichert. Und zu guter Letzt, werde ich euch einen virtuellen Globus auf meinen Schreibtisch zaubern und euch zeigen, wie ihr damit das Lernen eurer Schülerinnen und Schüler erweitert? Schauen wir uns zunächst einmal an, wie man am iPad ferne Orte besuchen kann. Wir wollen heute einen virtuellen Ausflug nach London machen. Dazu öffnen wir die Karten-App. Im Suchfeld geben wir die gewünschte Stadt. In unserem Fall London ein. Nun aktivieren wir die Funktion Flyover und erhalten eine dreidimensionale Ansicht von London. Wir können auf einzelne Gebäude hinzoomen und die Ansicht drehen. Für eine vollautomatische Tour durch London tippen wir kurz auf den Bildschirm und erhalten die Auswahl Stadttour starten. Nun fliegen wir durch die Stadt von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Die Tour können wir jederzeit unterbrechen und mit einem Screenshot Home-Taste und obere Taste gleichzeitig drücken, wichtige Punkte festhalten. Die Bilder werden in der Fotos-App abgespeichert und können zum Beispiel in ein Keynote-Dokument über London eingefügt werden. Nun schauen wir uns einmal genauer an, wie man einen Native-Speaker am iPad aktiviert. Was, wenn ich euch sage, dass jedes iPad auch einen eingebauten Native Speaker hat. Um ihn zu aktivieren, wechselt ihr in die App Einstellungen und hier zu den Bedienungshilfen. Weiter zum Punkt Gesprochene Inhalte. Und nun aktiviert ihr euch die Funktion Bildschirminhalt sprechen. Was kann der Native Speaker nun sprechen? Nun, jeden Text, der auf dem iPad erscheint, zum Beispiel eine Webseite. Dazu wechseln wir in die App Safari und ich habe hier einen Beitrag auf einer Kindersuchseite ausgewählt. Als erstes schalten wir im Menü Darstellungen die Reader-Darstellung ein. Und schon werden alle Ablenkungen ausgeblendet. Um nun den Text vorlesen zu lassen, zieht ihr mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten. Von Ulf Pavlak bei kann man vom deutschen Festland aus zu Fuß auf einige Inseln wie die Ostfriesische Insel bald laufen. Wo sonst Schiffe fahren und die tosende See schäumt, sieht man dann Wandergruppen. Das Sprechen kann jederzeit unterbrochen werden. Beziehungsweise langsamer oder schneller gestellt werden. Natürlich funktioniert das auch mit fremdsprachlichen Texten. Ich habe hier eine englischsprachige Seite vorbereitet und schalte als erstes wieder hier im Menü Darstellungen die Reader-Darstellung ein. Nun starte ich wieder, indem ich mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehe, die Vorlesefunktion. Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each school day: English, Art, Science, Mathematics, Gym and History. His mother. Wenn die Schülerinnen und Schüler Kopfhörer verwenden, dann funktioniert diese Funktion übrigens auch problemlos im Klassenraum. Abschließend schauen wir uns an, wie man eine virtuelle Erdkugel auf den Schreibtisch zaubern kann. Ihr seid sicherlich alle vertraut mit den verschiedenen Bilderformaten, wie zum Beispiel JPEG, GIF und PNG. Beim iPad gibt es noch ein weiteres, ganz wichtiges Dateiformat und das sind sogenannte USDZ-Dateien. Und diese eröffnen wirklich großartige Möglichkeiten. Ich zeige euch das auf einer Seite der NASA und wechsle dazu zuerst einmal in den Safari Browser. Hier haben wir ein 3D-Modell der Erde und hier auf der rechten Seite sehen wir, dass es sich um eine USDZ-Datei handelt. Was kann ich damit nun machen? Ich gehe jetzt hier mal auf Download und dann gleich einmal auf Anzeigen. Was ich jetzt hier zuerst einmal sehe, ist eine Vorschau dieser Datei. Aber wenn ich jetzt einmal kurz darauf tippe, dann schaltet sich die Kamera ein und diese Erde wird hier bei mir am Schreibtisch abgelegt. Das ist eine sehr große Erde, ich muss sie zuerst einmal mit zwei Fingern verkleinern, damit sie überhaupt hier auf meinen Schreibtisch drauf passt. noch etwas kleiner. Und nun kann ich, indem ich das iPad bewege, mir einzelne Bereiche der Erde ganz genau noch einmal ansehen und vor allem bekommen ein Gefühl für den dreidimensionalen Aufbau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Schülern als Auftrag gegeben habt, von einem bestimmten Teil der Erde, zum Beispiel von der Arktis, ein Foto zu machen, dann können die Kinder mit dem integrierten Auslöseknöpf direkt ein Foto dieses Bereiches der Erde machen. Wenn ihr im Internet unter dem Begriff USDZ sucht, dann findet ihr noch ganz viele weitere für den Unterricht toll geeignete Dateien, die dieses dreidimensionale Format, dieses augmented reality Format unterstützen. Nun ein paar Ideen, wie man diese Lernerlebnisse in andere Fächer einbinden könnte. Wie wäre es im Geografieunterricht mit einem virtuellen Besuch des Grand Canyon, bei dem der Prozess der Erosion besprochen wird? Oder im Sprachunterricht kann man mit der Vorlesefunktion die Aussprache trainieren und zur Kontrolle mit der Diktierfunktion überprüfen, ob die Aussprache nun korrekt ist. Und anstelle einer Erdkugel hilft ein virtuelles Skelett im Biologieunterricht, die Knochen des menschlichen Körpers zu lernen. Zu guter Letzt noch einmal der Hinweis auf das Apple-Teacher-Programm. Unter diesem Link findet ihr großartige kostenlose Verbindungsmaterialien und Unterrichtsideen. Meldet euch am besten gleich an, erkundet das Apple-Teacher-Learning-Center und lernt neue, spannende Anwendungsszenarien rund um das iPad und den Mac kennen. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einige hilfreiche Anregungen geben und kann euch nur ermuntern, das Gelernte gleich aktiv umzusetzen.